Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, hier sind wir von Trader Online Video. Jenna. Hi. Und ich, der Micha. Ja, und wir zocken uns hier durch die Themenbooster zu Zendikars Erneuerung. Das ist ja ein 35-Karten-Booster-Package einer Farbe. Du spielst weiß. Ich habe hier das Extra-Package. Es gibt nämlich auch das Pack der Themen-Abenteuergruppe. Das ist fünffarbig. Mal gucken, ob das vom Mana her klappt. Denn sie sagen halt, zusammen sind deine Kreaturen stärker mit diesen 35 Karten und Syndikas Erneuerung. Sie nutzen und unterstützen eine neue Abenteuergruppe-Mechanik. Es enthält mindestens eine seltene oder sagenhaft seltene Karte. Ja, wir haben das Ganze ja auch geunboxed. Füge 25 Länder hinzu, um ein Deck mit 60 Karten zu bauen. Das haben wir gemacht. Mhm. Jetzt legen wir mal los. Ne? Okay. Gut. Würfeling. Hoch, ne? Oh, 10. Oder tief. Oder tief. Tief, ja. Ne? War doch tief, oder? Nee. So. Ich möchte nicht abgeben. Gut, ich möchte anfangen. Mhm. So, mal schauen, ob das jetzt vom Mana her klappt hier. 5, 6, 7. Bin sehr gespannt, was mich erwartet. Hm. Ja. Ich halte das mal. Du hältst das? Mhm. Ja, komm, ich versuche das auch mal. Gut. Dann kommt bei mir ein Gebirge. Du bist dran. Okay. Eine Ebene, dann bist du dran. Mhm. Dann kommt bei mir ein Wald. Mhm. Und du bist dran. Ja, wenn man so spielt, dann klappt das. Dadurch, dass ich jetzt die Länder so reingemischt habe, kann man den Booster so spielen. Du bist dran. Mhm. Ich muss mich erstmal aufbauen. Ja, ich auch. So. Okay. Dann kommt bei mir... Ach, du spielst ja weiß jetzt. Okay. Mhm. Ich spiele weiß. Mhm. Ein Sumpf. Mhm. Und für 3 Mana kommt dann der Groatok Nachtstürmer. Ein Goblinräuber, Stärke 2, Widerstandskraft 3. Immer wenn der Groatok Nachtstürmer einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Okay. Und dann bist du dran. Mhm. Eine Ebene. Mhm. Dann eine Luminarch-Anwärterin. Oh, 1, die 1. Rare-Karte. Ja. Zu Beginn des Kampfes in meinem Zug lege ich eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere. Dann kommt noch ein Allzweckmesser. Wenn es ins Spiel kommt, kann ich es direkt an eine Kreatur ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+1. Ausrüsten kostet sonst 3. Dann gehe ich in meine Kampfphase. Gehe ich eine Marke drauf. Das ist jetzt 3/3. Geht ja schon gut los. Geht ja schon gut los bei dir, du. Geht ja schon gut los. Ja, die ist schon cool, die Karte. Die ist schon cool, die Karte. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug legst du eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Ja, super Karte. Mhm. Und dann noch im Early Game. Ey. So, ich zieh mal. Ja. Ja, komm. Ich lege Sprecher an. Grünes Mana. Doch nicht. Doch nicht. Fällt mir gar nicht, dass er immer stärker wird. Tut mir leid. Pro Runde, ja. Mhm. Ja, komm, egal. Für ein grünes Mana.
Stärke des Zusammenhalts, Hexerei. Bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ihmchen hier. Mhm. Lege für jede Kreatur in deiner Abenteuergruppe eine +1/+1-Marke auf die bestimmte Kreatur. Ich habe einen Räuber, das heißt, hier kommt eine +1/+1-Marke drauf. Wow. Das ist ja jetzt 3-4. Mhm. Kann angreifen. Lass ich durch. Mhm. Okay, dann hat er dir Schaden gemacht. Das heißt, ich kann die oberste Karte ins Exil schicken und sie bis zum Ende des Zuges spielen. Ins Exil kommt hier ein Lenkdrachen-Kleriker. Ja, und dann lege ich ihm eine Ebene aus. Tappe sie, spreche den Lenkdrachen-Kleriker. 1-1, fliegend, Bonuskosten habe ich nicht bezahlt. Wenn ich die Bonuskosten bezahlt hätte, könnte ich bis zu 2 Kreaturen tappen. Ne? Okay. Und für 2 Mana kommt noch eine Schleicherin der Expedition. Ein Vampirräuber, 2-2. Die Schleicherin der Expedition hat Todesberührung, solange du einen anderen Räuber kontrollierst. Hier ist ein anderer Räuber, das heißt, die hat aktuell Todesberührung. Okay. Dann bist du jetzt dran. Mhm. So. Dann finde ich das natürlich nicht so toll, dass sie Todesberührung hat. Ne? Mhm. Ich überlege mal. Nee, ich spiele erstmal ein Tarsim-Raptor. 2-2 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, kann ich ein Land, was ich kontrolliere, auf meine Hand zurückbringen. Möchte ich aber aktuell nicht. Okay. Dann gehe ich in meine Kampfphase und lege auf die Anwärterin noch eine Marke drauf. Mhm. Dann bist du. Okay, dann ist sie jetzt also 4-4. 4-4, okay. Mhm. Gut. Jetzt hier. Lege ein Land. Ja, jetzt hast du alle 5 Farben hier. Ja, das liegt ja, das passt ja, weil ich hier entsprechend so reingemischt habe. Dann kann man den Booster, wie gesagt, so spielen. Aber ich habe tatsächlich eine Karte auf Hand, die ich nicht spielen kann. Da wird es dann doch schon ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich, weil die 2 Mana von einer Farbe kostet. Genau, ja. Ne, da ist es dann so, da müsste man doch Multicolored sagen, aber wir machen es jetzt mal so. Oder darf ich Multicolored machen? Dann darf ich nicht mehr spielen. Nein. Nein? Okay. Nein. Harte Regeln hier. Harte Regeln. Ja, dann greift mal der 2-2er in Todesberührung an. Nee, den blockst du mit dem anderen. Was wollen wir? Wollen wir das? Blockst du mit dem 2-2er? Ja, komm, ich greife. Lass ich durch. Schön. Dann kommt 1-2. Ein Rohling aus Murasa, ein 3-3er Krieger. Ja. Und du bist dran. Okay. Für 3 kommt bei mir mal eine Paarkämpferin. 3-2, wenn sie mit mindestens einem anderen Krieger angreift, lege ich eine +1/+1-Marke auf sie. Ich habe gerade keinen anderen Krieger. Mhm. Ich gehe mal in meine Kampfphase. Mein Raptor bekommt eine Marke und greift mal für 3 in der Luft an. Block ich nicht. Okay, dann kriegst du 3 Schaden. Dann bist du dran. Okay. Ich will auch noch mehr Länder ziehen hier. Ich habe nur 3. Ja, dann kann ja jetzt mein Lenkdrachensegler angreifen. 1-1 fliegend. Mhm.
Und der 2-2 Todesberührer kommt wieder vorbei. Ja, dann block ich die Paarkämpferin mal deinen 2-2er. Okay, dann sterben beide. Ja, ich krieg einen Schaden. Du bekommst einen Schaden. Dann bist du dran. Okay. Ist voll gemein, dass ich die Karte nicht spielen darf. Ich würde meine Handkarten auch gerne ausspielen. Ja. Also, ne? Okay. Für 1. Klippenhafen, Lenkdrache, Artefakt, Ausrüstung. Wenn es ins Spiel kommt, lege ihn direkt an eine Kreatur an, die du kontrollierst. Mhm. Die Kreatur kriegt Flugfähigkeit. Das ist die Anwärterin. Okay. Ist jetzt 4-4 mit Flugfähigkeit. Mhm. Ja, ist ja schon heftig. Dann gehe ich mal meine Kampfphase. Marke geht auf den Raptor. Dann greift die Anwärterin mal an. 4-4 in der Luft? Ja. Kann ich nicht blocken. Dann bist du dran. Okay. Ja, 2 so starke Flieger. Bist du dran. Okay. Ja, die sind allzu stark. Ja, das, der Rare Drop direkt am Anfang, der bringt dir gerade den Sieg. Dann kommt bei mir eine Schluchtjabur. 1-2, immer wenn ein Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die ich kontrolliere, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Ich gehe in meine Kampfphase. Mhm. Und die Marke geht auf meine Maus, weil die Maus so süß ist. Einfach nur deswegen. Okay. Und dann kommt die Anwärterin mal wieder. Für 4. Kein Block. Okay. Dann bist du dran. Okay. Okay. Das hilft alles nicht. Mehr leid. Ich lege mal einen Wald und spreche mal. Eine Mauerwerk-Packbestie, 2-1. Die kann mir aber für 2 Mana, 1 Mana einer beliebigen Farbe erzeugen. 2 Mana. 1, 2. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das sind 4. 4. Ja, dann passt das. So, rot. Durch die Packbestie. Nochmal rot. Mauerwerk Minotaurus. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreatur in deiner Abenteuergruppe ein weniger. Kostet mit 2 rote und 4 beliebige. Und ich habe einen Krieger, einen Räuber, einen Kleriker und dann ist das hier mein Zauberer. Ne? Okay. So, 5-4 Eile. Und 5-4 Eile, du hast nichts, was hinten, da ist ein Vierer. Ja, dann kommt er mal vorbei. Der Eile. So. Noch mehr vorbeikommen? Ja, komm. Der Nachtstürmer kommt vorbei und der Rohling kommt auch vorbei. Ehe ich hier einen langsamen Tod sterbe, kommen die einfach mal, greifen die mal alle an. Dann blocke ich mal deinen 3-4er mit meinem 4-4er. Und nehme 8. Ja. Okay, dann sterben die beiden? Nein, nur deiner stirbt. Ach ja, mein 3-4er, du hast den dicken durchlassen, alles klar, okay, gut. So. Da bist du dran. Aber ich krieg da trotzdem hin. Erstmal für 3 Nahiris Bann auf dein Minotaurus. Die Kreatur kann nicht mehr angreifen oder blocken. Ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht mehr aktiviert werden. Okay. Okay. Starke Kampfkarte. Du hast hier nicht auf den Flieger gesprochen. Ja. Okay. Ja. Ja. Ups. 2, 3. Ich gehe meine Kampfphase, ich lege die Marke auf die Maus. Komm
mal für in der Luft. Ja, ich wusste nicht, dass ich den, du bist dran. Okay. So, da hat mein Gehirn also, für einen Moment ausgesetzt. Nahiris Bann wäre sinnvoller gewesen auf den Lenkdrachen-Kleriker. Ja. Und dann hätte sie eine ihrer fliegenden Kreaturen nochmal verstärken. Ja, dann wäre das schon der Sieg gewesen. Aber jetzt kommt diese Karte. Die Karte ist im Gebirge. Und deswegen wird die keinen spielentscheidenden Einfluss mehr haben. Ja, ich greife dich mal mit allem an. Der kann ja nicht angreifen. Ja, blockt mein Raptor, dein Ruling und meine Maus, deine Packbestie. Ja, dann kriegst du noch einen Punkt Schaden. Oh. Hier sterben meine beiden Kreaturen. Ja. Okay. Dann bist du dran. Ich habe vergessen, dass die eine Marke legt und ich dachte, ich mache dann nur 8 Schaden in der Luft. Guck mal, jetzt kann ich nur so ein Land spielen, dann kriegen okay. All meine Kreaturen +1/+1. Ja, das ist gut. Dann greife ich dich nochmal an. Gut, und dann bin ich tot. Weg vom Fenster. Das war jetzt einfach, das ist natürlich dann praktisch dieses Early Magic, wenn man halt einfach die Bombe zieht, ne, die Keycard, die Rare. Ja, aber wenn man danach keine Länder mehr zieht, ist das dann nicht. Dann klappt es natürlich nicht so. Ich nehme mal wieder die Länder einmal raus, um die vernünftig reinzumischen, damit ich hier auch fünffarbig spielen kann mit meinem Booster. Und das ist eine 1 bei dir. Yep. Zack. So. Ja, ich muss jetzt ein bisschen länger auf meinen Minotaurus warten. Hat dann ja doch noch geklappt. Mhm. Durch den Packesel, aber deine Rare-Karte war einfach zu stark. Ja. Tja. Muss man so sagen. Die ist schon ziemlich cool. Mhm. Ich hoffe, ich ziehe sie jetzt nochmal direkt. Ja, ich werde ja hier auch irgendwie Removal drin haben. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. So, sind die Länder wieder gut ineinander gemischt. Die Spielkarten, die werden nochmal anders verteilt. Die mischen sich auch immer richtig gut, ne? Muss man wirklich sagen. Gerne anfangen. Ha. Wenn du deine Länder schon so reinmischst. Kein Problem. Hilf ich ab. Okay, gut. So. Okay. So. Das sieht noch nicht so prall aus, aber ich halte das natürlich mal. Ich halte auch. Gut, dann legen wir mal los. Mhm. Mit einer Insel. Und du bist an. Okay. Für 1. Ein Seetor-Bannerträger. 1/2 Korg-Krieger. Für 5 erhalten Kreaturen, die ich kontrolliere, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Dann bist du dran. Okay. Ziehen. Gebirge. Mhm. Und für 2 Mana kommt der Tazem Turbulenzmagier. 2/1 ohne Bonuskosten. Hätte ich Bonuskosten bezahlt, hätte ich eine spontane Zauberhexereikarte aus meinem Friedhof meiner Hand zurücknehmen können. Mhm. Da bist du. So. Okay, dann. Ja, ich spiele ja das Abenteuergruppendeck. Nur mal kurz zur Erklärung, die später dabei gekommen sind. Das ist fünffarbig und deswegen nehme ich die Länder einmal kurz raus, weil wir gesagt haben, ich habe jetzt nicht, dass meine Länder alle Multicolored Mana geben oder so, um überhaupt das Deck spielen zu können, den Booster spielen zu können. Nehme ich die Länder raus, mische sie einmal so ineinander und dann ins Deck rein. Sonst ist das nicht erlaubt. Ja. Ich greife dich an. Du greifst mich an. Lass ich durch. Okay, dann kannst du einschreien
Und dann kommt bei mir noch ein Heiler der Expedition. 2-2 Wachsamkeit und solange ich einen anderen Kleriker kontrolliere, hat er Lebensverknüpfung. Da du hast einen Krieger aktuell, ja, ne? Das ja, stimmt. Okay, gut. Karte ziehen. Ich greife dich mal an. Mhm. Lass ich durch. Mhm. Und dann kommt ein Sumpf. Ja, und jetzt habe ich nämlich das Problem, dass ich die falsche Mana-Farbe habe. Du bist dran. Ja. Das tut mir leid. Ja. Insofern lässt sich der Booster mit der Abenteuergruppe doch nicht so toll spielen. So, dann kommt bei mir eine Paarkämpferin. 3-2, wenn sie mit mindestens einem anderen Krieger angreift, lege ich 1+1+1 Marke auf sie. Ja. Und dann komme ich für 3. Der Wachsamkeit. Ja. Dann bist du dran. Okay. Ah. Sumpf. Mhm. Und erstmal kommt die auf die Paarkämpferin, ne? Bist du dran? Mhm. Hat er nicht Lebensverknüpfung? Ach, weil du, wenn du einen weiteren Krieger hast, ne? Den Kleriker. Gleich, Kleriker, okay. Mhm. Ja, ich kann nicht sprechen, mir fehlt das Mana. Ist nicht schön. So. Begleitende Heilerin. 2-3. Kleriker, das heißt, der Heiler hat jetzt Lebensverknüpfung. Sie sagt, immer wenn du zum ersten Mal in deinem Zug Lebenspunkte dazu erhältst, erzeuge einen 1-1 weißen Katzenkreaturspielstein und für 3, ein anderer Kleriker deiner Wahl erhält Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. So, und dann greife ich dich mal mit allen an. Ja. Trigger, hier geht eine Marke drauf. Ich block den 2-2er. Okay, dann stirbt der, ich kriege 2 Leben. Ich bekomme 5 Schaden, ne? Ja, oder was? Und ich kriege eine Katze. Haben wir hier eine Katze irgendwo? Muss mal gucken. Bist du dann fertig? Ja, ich bin dann fertig. Okay, alles klar. Ich suche eine Zack. Katze. Hey, drin. Guck mal, ich habe ein grünes Mana jetzt. Das hilft schon mal ein bisschen. Ja. Improvisieren hier. Ja, genau. Improvisieren mal. 1, 2, 3. Ja, aber ich bin zu weit hinten jetzt, weil du die ganze Zeit legen kannst und ich nicht. Ich bringe einen 3-3 Tollkrieger rein. Und dann bist du dran. 1, 1. Katze. Mhm. Ich wollte jetzt nicht die ganze Katze malen. Wodurch kam die Katze? Durch sie. Wenn die Lebensmittel dazu ist, alles klar. Mhm. Okay, ich ziehe. Dann lauernder Filida. 2-3 Wachsamkeit mit Landung. Immer wenn ein Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege ich 1+1+1 Mark auf ihn. Boom, da ist das Land. Boom, da ist die Marke. Und dann, der ist 3-3. Greift die Paarkämpferin mal mit dem Bannerträger an und dann geht eine Marke auf die Paarkämpferin. Ja, die ist ja schon wieder zu stark. Ja, ich block mal hier den ihn, ne? Mhm. Und bekomme 5 Punkte Schaden, ne? Aua. Ja. Das ist ja schnell vorbei hier. Dann bist du dran. Okay. Gut. 5, 6, 7, 8. Ja. 1. 2. Furchtloser Überlebender. 1-1. Wenn er ins Spiel kommt, lege er +1/+1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl. Er geht auf den Rohling aus Morasa. Dann ist er jetzt 4-4. Und für 3 Mana kommt wieder der Grotag Nachtstürmer. 2-3er Räuber. Immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke die oberste Karte in der Bibliothek ins Exil. Du kannst ihn diesen Zug spielen. Dann bist du dran. Okay. Land, Trigger, Marke drauf. Dann 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Für 2 weniger, weil ich 2 Personen in meiner Abenteuergruppe habe. Ja, ein Kleriker und ein Krieger, ja. Genau. Kostet der 2 weniger. Der Seetor-Koloss, genau, ne? Seetor-Koloss 7-5. Okay. Und dann greife ich dich mal für 4 an. 4-5er greift an. 4-5er greift an. Okay. Wachsamkeit. 5 hat er auch hinten, ne? Ja, dann blocken mal die beiden. Ja, dann töte ich dein Rohling. Okay. Dann bist du dran. Gut.
Ja, das hilft alles nicht mehr. So, ich habe auch zwei, ich habe auch einen Räuber und einen Krieger in meiner Abenteuergruppe. Das heißt, auch mein Seetor-Koloss kostet nur 5 Mana. Mhm. Da habe ich den bei mir auch 7,5. Okay. Können die sich gegenseitig hauen. Bist du dran? Okay. Dann für 3. Kargan Kriegsführer, 3-3, andere Krieger, die ich. Den kannst du aber nicht sprechen. Kann ich sehr wohl. Aha. Du darfst das, ich ja? Ich darf das. Ach so, okay. Andere Krieger, die ich kontrolliere, hätten +1/+1 und Paarkämpferin ist ein Krieger, das heißt, sie ist jetzt 6-5. Ja. Und der ist jetzt auch 8-6. Mhm. Dann greifen die beiden mal an, geht auf die Paarkämpferin noch eine Marke drauf. Mhm. Okay, wie stark ist sie jetzt? Die ist jetzt 7-5. Und der ist 8-5. Der ist 8,5. Ja, pf, ist mir total egal. Block ich so. Okay, dann tauschen die beiden hier. So, und dann bist du dran. Okay. Da ist jetzt das zweite Gebirge. Mhm. Weiß habe ich übrigens immer noch nicht. Mhm. Ja. 4, 5 Mana. Da ist wieder der Terrorturm am Minotaurus. Der kostet eigentlich 6 Mana, ist aber ein günstiger, weil ich einen Räuber habe. Also wird jede Kreatur meiner Abenteuergruppe ein günstiger. 5, 4 Eile, will aber nicht angreifen. Ja. Dann bist du dran. Mhm. Für 3. Engelherzbeschützerin 3-2, wenn sie ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere, Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist, ich muss mal überlegen, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ist die Paarkämpferin. Natürlich. Und dann greift die mal für 7 an. Ja, blockt der Nachtschimmer. Okay. Dann bist du dran. Okay. Ich mach dich jetzt voll fertig. Ja, die ganze Zeit schon. Und die rot-weiße Karte konnte dadurch gewirkt werden, dass wir uns vorher dafür entschieden haben, dass bei jedem Deck, außer bei Papas, ja, genau. Alle Multicolor-Farben einfach so gespielt werden können, als wären sie nur in der Farbe, die das Themenbooster hat. Ja. Also rot-weiß ist dann jetzt nur noch weiß. Mhm. Weil das einfacher ist, als würde man jetzt noch ganz viele rote Länder mit reinpacken. 1, 2, 3, 4. Aber mir kommt eine Kaskadenseherin. Mehrfachzauberer 3-3, wenn die Kaskadenseherin ins Spiel kommt, wende Hellsicht X an, wobei X gleich die Anzahl an Kreaturen seiner Abenteuergruppe ist. Ich habe einen Zauberer und einen Krieger, also ist Hellsicht 2. Mhm. Beides doof. Ja, es rettet mich aber nicht mehr. Also einfach. Guck mal weiter unten runter. Guck mal, ob da noch irgendwas kommen kann. Mhm. Dann bist du dran. Okay. Sechs Leben hast du, ne? Mhm. Drei. Reise in die Vergessenheit kostet 2 weniger, weil ich jeweils einen Krieger und einen Kleriker in meiner Abenteuergruppe habe. Also mehrere, aber zählt ja immer nur einmal. Wenn die Reise in die Vergessenheit ins Spiel kommt, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert, ins Exil, bis die Reise in die Vergessenheit das Spiel verlässt. Mhm. Dann nehme ich dir deinen Minotaurus weg. Ja. Und dann greife ich dich an. Okay. Mit allen. Geht hier eine Marke drauf. Ich block die stärkste Kreatur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das reicht ja schon. Okay, dann bin ich weg. Ja, ich hatte auch eine Kriegerin auf der Hand. Weißes Mana hat gefehlt und gerade noch ihn. Kam ich nicht ins Spiel. Tja. Da warst du zu schnell. Und er hat natürlich auch viel zu spät, weil einfach das zweite rote Mana fehlt. Ja. So, wir versuchen es noch einmal. Lass mal hier. So. Ich möchte dann außerdem gleich nochmal weiß spielen. Okay. Weiß ist cooler. Ja, das hier
funktioniert so sehr schleppend. Also eigentlich, wie gesagt, darf man die Länder ja nicht so rausnehmen. Das machen wir jetzt hier, weil ich einen fünffarbigen Booster spiele. Oder wir sagen halt, jedes Land gibt ein Mana meiner Wahl. Nein. Okay. Nein, nein. Gut. Diesen Bonus gebe ich dir nicht. Okay. Gut, dann will ich nochmal gucken, ob ich es so schaffe. So. Bitte schön. Letzter Versuch der Abenteuergruppe. Ansonsten ist Abenteuergruppe richtig cool. Also ich werde mir ja, glaube ich, wirklich ein Abenteuergruppendeck bauen. Aus der Nikas Erneuerung. Was du willst, welches Thema weißt du? Landung. Okay, und Julian will ja Boros draufhauen machen, ne? Ja. Okay, dann haben wir es ja schon. Mit Ausrüstung und Kriegern, ne? Ja. Rot-Weiß wird das bei mir dann sehr wahrscheinlich sein. Ach nee, wie kommst du denn da? Ja, ja. Und dann richtig hart drauf. So, der will Boros draufhauen spielen, also wird das wahrscheinlich rot-weiß sein. Genau. Mm. Hä? So. Dann schummel mal wieder deine Länder da rein. Ich schummel wieder meine Länder rein. Ja, aber hat ja gerade nicht geklappt, wie du gesehen hast, ne? Also ich muss die Hülle jetzt erstmal richtig zu packen kriegen hier. Ja, die sind ein bisschen rutschig, weil die gerade ganz neu sind. So klappt das. Mhm. Ich möchte nicht abheben. Okay, ich möchte anfangen. Okay. So. Einmal toi 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 hier. Halte. Ich auch. Dann kommt bei mir eine Insel und du. Ebene und du bist dran. Gebirge und du. Für zwei kommt bei mir ein Wurzelgraser aus Murasa. 2/3 Wachsamkeit. Ich kann ihn tappen, eine Standardlandkarte aus meiner Hand ins Spiel bringen oder ihn tappen und eine Standardlandkarte meiner Wahl auf meine Hand zurückbringen. Oh, auf die Hand seines Besitzers. Ja, was ich kontrolliere. Okay, ja. Dann bist du dran. Der ist gut. Ja, das stimmt. Nur mal kurz, den darfst du sprechen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass du den weißen Themenbooster alle Karten damit mit weißem Mana sprechen kann, ne? Ja. Das einfach mal zu checken hier. So. Aber ich darf das nicht. Ja, er darf das nicht. Ich habe 5 farbig auch hier. So. Dafür darf ich die Länder ja so reinmischen. So. Ach, das ist meine Rare-Card. Ja, die hilft mir auch jetzt nicht so unbedingt. Mal gucken. Ja, 1, 2, 3. Bei mir kommt wieder der Groatok Nachtstürmer. 2/3. Räuber, immer wenn der Groatok Nachtstürmer einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke die oberste Karte in den Bezirk ins Exil. Du kannst in diesem Zug spielen. Bitte. Danke. So. Dann kommt bei mir für 2 ein Heiler der Expedition. 2/2 Wachsamkeit. Er hat Lebensverknüpfung, solange ich einen anderen Kleriker kontrolliere. Tue ich gerade aber noch nicht. Und dann tappe ich mal meinen Wurzelgraser, um noch ein Land ins Spiel zu bringen von meiner Hand. Okay. Da bist du. Gut. Ja, dann greift jemand der Räuber an, ne? Lass ich durch. Okay, dann macht er dir Schaden, kommt sein Effekt, legt große Karte ins Exil. Das ist die Mauerwerk-Packbestie. Und die möchte ich, glaube ich, auch sprechen. Kommt ins Spiel.
2-1. Die Mauerwerk passt hier, die ist ja auch ein Kleriker, Krieger, Räuber, Zauberer und für zwei Mana erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Zwei habe ich noch, dann bist du dran. Okay. Dann kannst du ja mal das aus dem Chat beantworten. Ich habe gar keinen Dredge-Deck. Kann ich leider nicht vorstellen. Lunch. Und. Aber wir haben, glaube ich, ein Dredge-Deck in der Deckvorstellung auf YouTube schon. Wir haben ja auch mal andere Spieler ihre Decks vorstellen lassen und ich glaube, da ist auch ein Dredge-Deck dabei. Also schaut mal auf unserem YouTube-Kanal unter Magic Deckbau, eine Playlist, und da wird es sein. Ist aber schon ein bisschen älter. Für 3 Engelherzbeschützerin, 3-2, wenn sie ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere, Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Mhm. Kriegt der Heiler Unzerstörbarkeit. Der hat jetzt außerdem auch Lebensverknüpfung, da ich einen anderen Kleriker kontrolliere. Und dann greife ich dich für 4 an. Ja, bekomme ich 4 Schaden. Mhm. Wieso? Ach, der hat auch Sachen gerade. Haben wir auch noch eine Wachsamkeit. Ich 20 wieder ja, hoch. Okay. Und dann bist du dran. Okay. Grün. Mhm. Ja, 5 Mana. Mhm. Da kommt bei mir der furchteinflößende Wurm. 5-4. Landung. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält der furchteinflößende Wurm Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Dann bist du dran. Okay. 5-4. Das ist natürlich schon stark. Und. Für 3 Nahiris Bann kann er nicht mehr angreifen und blocken und seine aktivierten Fähigkeiten können nicht mehr aktiviert werden. Dann bringe ich mir ein Standardland auf die Hand zurück. Ebene, spiele die Ebene aus und spiele noch eine Kagan Kriegsführerin. 3-3 andere Krieger, die ich kontrolliere, erhalten +1/+1. Ich kontrolliere gerade keine anderen Krieger. Dann bist du dran. Okay. So. Eine Ebene. Ja. 1, 2, 4, 6 Mana. Da kommt Dranas Meuchler, ein Vampirräuber, Stärke 3, Widerstandskraft 2. Wenn Dranas Meuchler ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Das ist diese Kreatur. Bis zum Ende des Zuges -x, wobei x gleich der Anzahl an Kreaturen in deiner Abenteuergruppe ist. Erst ein Räuber. Ach, ja, das ist Quatsch. Dann kriegt es der. Ja. Also wir haben einen Räuber und wir haben einen irgendwas, die Packbestie. Irgendwas anderes. Ja, okay, gut. Okay. Tada. Ja, ist so. Ja, dann bist du dran. Okay. So. Dann für 5. Seetheokolos 7-5 kostet 2 weniger, weil ich einen Kleriker und einen Krieger habe. Okay. Und der selber ist ein Krieger oder was? Ja, ein Krieger. Ja, er ist auch ein Krieger. Das also heißt, er ist jetzt 8-6. Ja, cool, das geht ne? wohl wieder an dich, ja, ja. Cool, cool. Okay. Ich muss überlegen, ob ich noch angreifen möchte. Nein, möchte ich nicht. Du bist dran. Okay. Ich glaube, der Abenteuergruppenbooster ist zu unkonstant zum Spielen irgendwie hier. Die Karten passen, glaube ich, nicht so gut ineinander wie deine. 3-2. Ja, jetzt hatte ich da so ein dicken Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Remove überhaupt drin habe hier. ja. Eins.
2, 3, 4 Mana. Kaskadenseherin. 3-3 Zauberer, wenn sie ins Spiel kommt, wenn Hellsicht X an, wobei X gleich der Anzahl an Kreaturen in der Abenteuergruppe ist. Ich habe einen Zauberer, einen Räuber und ein irgendwas. Irgendwas anderes. Genau. 1, 2, 3. Alles Müll, ne? Nicht unbedingt. Zwei bleiben oben, eine geht. Okay. Und dann bist du. Ja, angreifen nutze ich nicht bei so einem dicken Blocker. Relikt-Axt. Artefakt-Ausrüstung. Wenn sie ins Spiel kommt, lege sie an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+1. Falls sie ein Krieger ist, erhält sie stattdessen +2/+1. Ich lege an meine Kriegsführerin. Ist ein Krieger. Das heißt, sie ist jetzt 5-4. Dann für 3. Engelsherzbeschützerin. 3-2, wenn sie ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist die Kriegsführerin. Der Heiler hat jetzt wieder Lebensverknüpfung. Und dann greifen die beiden mal an. Gut. Die ist unzerstörbar 6. momentan, ja, genau. Ne? 8-6. Den 8-6er blocke ich mit dem Nachtstürmer und die 5 lasse ich durch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dann bist du dran. Ja, dann bist du dran. Okay. Das ist eben wieder eine Frage für dich in den Chat. Ich finde Commander super. Also es ist nur schwer nachzuvollziehen, ne, als Antwort auf... Monolith. Das ist halt für Casual-Spieler. Der Kanal richtet sich an Casual-Spieler, also an reguläre Magic-Spieler. Und Commander ist halt einfach sehr schwierig, weil es irgendwann nachher eskaliert. Ne? Und wir können das momentan auch filmisch nicht umsetzen, also nur mit sehr viel Produktionsaufwand. Werden wir aber wieder machen. Dauert aber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Für 2 weniger Reise in die Vergessenheit. Kostet 2 weniger, weil ich 2 Typen in meiner Abenteuergruppe habe. Und dann schicke ich dir mal ein 3-3er so lange weg, die Reise in die Vergessenheit. Da möchte ich mal drauf reagieren. Ja. Bevor der weg ist, dass ich 1, 2, 3, 4, 5 Mana zahle und spreche auf deine Kriegerin. Die koordinierte Zauberkunst. Für 5 Mana Spontanzauber, die koordinierte Zauberkunst fügt einer Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Und dem Beherrscher der Kreatur X Schadenspunkte, wobei X gleich der Anzahl an Kreaturen in deiner Abenteuergruppe ist. Und das, okay. Meine Abenteuergruppe umfasst momentan 3. Ja. Das ist okay. Dann nehme ich dir die weg. Dann für 2 rüste ich die Relikt-Axt mal an meinen Heiler der Expedition aus. Ist der jetzt 3-3 mit Lebensverknüpfung und Wachsamkeit, greift der an und der Seetor-Koloss greift auch an und der Wurzelgraser greift auch an. Ja. Ja. Alle außer die Engel Herzbeschützer. Okay, der ist 3-3. 3-3. Dranas Meuchler. Ich blockiere. Und die Packbestie blockt den Seetor-Koloss. Okay, dann kriegst du noch 2 Schaden, ich kriege noch 3 Leben, gehe ich wieder hoch auf 20. So, und dann bist du dran. Okay.
Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass ich jetzt keine Kreaturen mehr habe. Tja, ne? Mhm. Und neuen Leben, ne? Ja. Ja, mal gucken. 1, 2, 3. Korallenhelmchronist, das ist meine Rare-Karte. Mhm. Mehrfachzauberer, immer wenn du einen Zauberspruch wirkst und Bonuskosten für ihn bezahlst, ziehe eine Karte, wirf dann eine Karte ab. Wenn der Korallenhelmchronist ins Spiel kommt, schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Karte mit einer Bonusfähigkeit offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen, liegt den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deiner Bibliothek. 1, 2, 3, 4. 5. Siehst du, da merkst du nämlich, dass es nicht passt. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Karte mit der Bonusfähigkeit gezogen jetzt hier. Oh. Ja, das heißt, den lege ich alle in beliebige Reihenfolge und runter. Mhm. Und 1, 2, 3. Dann kommt noch ein Blocker und zwar der Champion der Expedition. 2, 3. Der Champion der Expedition hält +2/+0, solange du einen anderen Krieger kontrollierst. Ist also momentan 2, 3. Okay, für mich? Ja. Gut, dann tappe ich mal jetzt hier. Und dann für 2 Relikt-Axt auf mein. Obwohl. Nee, auf meine. Nein, auf den Wurzelgraser aus dem Raser. Ist der jetzt 3-4 mit Wachsamkeit. Dann greifen die beiden dich mal an. Ja. Obwohl, die greift auch noch mit an. Ja, komm, alle greifen an. Der fliegt aber nicht, ne? Mhm. Es fliegt keiner. Okay, wie stark sind die? 7, 5, 3, 4, 3, 2. Mhm. Den 3, ja, ich block dann die, ich blocke ihn. Mhm. Die anderen beiden kommen durch. Okay, dann kriegst du noch 6. 6. Dann bist du dran. Okay. Los, mach deinen letzten Zug. Ja, kurz als Antwort auf Boborok. Turniere, Carsten, wie zum Beispiel die WM und so, das muss Wizards of the Coast schon selber machen. Da sind wir auch nicht versiert genug dafür. Wir bringen aber natürlich entsprechend wieder selber Kommentationen von der TraderCon Germany, wenn es dann wieder losgeht. Da haben wir ja auch Modern und sonst irgendwas dann da. Und da haben wir auch einen professionellen Kommentator, der das auch zum Beispiel für die Card Market Series macht. An Bord. So. Ja, jetzt habe ich ja einen Krieger. Das heißt, mir reichen jetzt hier 6 Mana, um meinen Seetorkolos zu sprechen. 7,5 kostet 1 Mana weniger, weil ich eine Kreatur in meiner Abenteuergruppe habe. Und weil der Golem auch ein Krieger ist, bekommt dieser Krieger jetzt +2/+0. Der ist also jetzt 4-3. Da bist du dann. Ja, ja, weil du 3 Angriffe und alle 3 haben, oder was? Ja, okay, ja, gut. Nein, gar nicht wirklich deswegen, sondern weil ich jetzt einfach eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr zerstöre. Und dich dann mit allen eingreife. Ja, ich block nochmal den Seetorkolos. Ja, dann kriegst du nochmal 6. Ja, dann bin ich weg. Ja, hat man gesehen. Da war ich wirklich chancenlos. Also hier der Themenbooster der Abenteuergruppe, der eignet sich wohl, denke ich mal, zum Deckbauen, wenn man sagt, ich habe Bock auf irgendwie so einen Mischmasch. Aber vielleicht kann man sich da auch einen normalen Booster für holen oder sonst irgendwas, also diesen Themenbooster. Die anderen Themenbooster sind aber gut. Das heißt, wir zocken gleich nochmal. Welche Farben spielen wir? Weiß. Ich spiele weiß. Du spielst weiß weiter? Ja. Und soll ich schwarz nehmen oder soll ich blau nehmen oder soll ich grün nehmen? Willst du gegen deine eigene Farbe laufen? Was möchtest du sehen? Entscheide dich. Nimm blau. Blau. Okay, gut. Dann sind wir also gleich im nächsten Matchup nochmal zurück mit Weiß gegen Blau. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, schaut gerne nochmal auf dem YouTube-Kanal nach. Da sind noch ganz viele Stream-Duelle, andere Deck-Videos, Deckbau-Videos. Ja, da könnt ihr euch auch austoben. Alles klar. Bis gleich. Ciao. Tschüss.